Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Rektor, Herr Dekan und Cordula, für diesen ganz tollen Empfang. Und ich habe mich ja selber gar nicht wiedererkannt. Also. Und danke, dass Sie Museum erwähnt haben. Das hat mir immer sehr am Herzen gelegen. Da habe ich mich besonders gefreut jetzt. Und vielen Dank für das allgemein warme Willkommen. Vielen Dank, Herr Bichler. Vielen Dank an alle aus dem Institut, Irene, Sabine, Brigitte, Birgit, Cordula, Martin, Sebastian, alle vielen Dank. Und nun hoffe ich, dass es nicht zu komplex wird. Ich bemühe mich, Sie nicht allzu sehr zu langweilen, aber gleichzeitig auch die hohen Erwartungen nicht ganz so zu enttäuschen, wenn ich jetzt auf den Sertorius komme und die späte Römische Republik. In der Zeit des Tiberius, das heißt im ersten Jahrhundert nach Christus, im frühen Prinzipat, berichtet Valerius Maximus unter der Rubrik Hochstapler aus niedriger Herkunft, die sich in vornehme Familien einschleichen wollen, über einen Fall von Hochstapelei, der unseren Sertorius betrifft. Es habe sich jemand eingefunden, der behauptet habe, ein Sohn dieses Sertorius zu sein, und er habe Zugang zur Familie versucht zu bekommen. Die Frau von Sertorius, seine Witwe, konnte jedoch unter keinen Umständen dazu gezwungen werden, ihn als solchen anzuerkennen. Diese Anekdote wirft ein ziemlich interessantes Licht auf die Nachwirkung von Sertorius. Sie bedeutet uns nämlich, dass er in gewissen Kreisen in Rom offensichtlich noch immer eine Figur mit Signalwirkung positiver Art war. Und sie bedeutet uns, dass es sich offensichtlich für einige Leute lohnte, zu behaupten, zur Familie zu gehören und als Sohn Anerkennung zu finden. Das ist keine Selbstverständlichkeit für die Geschichte von Sertorius, vor allen Dingen nicht nach seinem Tod. Er starb nämlich als ein gescheiterter Rebell gegen das stadtrömische Regime, und man hätte erwarten können, dass daher seine Reputation nach seinem Ruf völlig desavouiert gewesen wäre. Aber diese Anekdote verrät uns das Gegenteil. Tatsächlich ist es bei Quintus Sertorius der Fall, dass sein Bekanntheitsgrad im Laufe der Geschichte einen Wechselfall erlebt hat. Er war in seiner Zeit einer der bekanntesten Feldherren der Römischen Republik und auch zugleich einer der umstrittensten. Wenn man als Rebell hervortritt, bleibt das nicht aus. Er hat eine eigene Vita bei Plutarch, der in der zweiten Sophistik schreibt, also in der Kaiserzeit. Das heißt, er war durchaus auch noch in der Zeit von Plutarch, in der Kaiserzeit, als eine sehr herausragende Einzelpersönlichkeit empfunden worden. Seine Berühmtheit hält auch noch im 17. Jahrhundert an, beziehungsweise bekommt dort nochmal eine Aktualisierung, als der berühmte französische Dichter Pierre Corneille ihm ein Stück widmet, Sertorius, und ihn dort als einen besonders großen Denker würdigt, einen Freigeist, einen Menschen mit edlem Gemüt, so wird er beschrieben, der allerdings an der Situation scheitert. Es kommt dann ein Knick im Bekanntheitsgrad von Sertorius, der sich bis in die Moderne eben fortsetzt. Er hat zum Beispiel kein eigenes Kapitel in diesem Standardwerk Große Gestalten der Römischen Republik von 2000. Und das ist eigentlich ein Spiegelbild für Sertorius' Position im Moment in der Forschung zur Römischen Republik. Er ist eine Randgestalt, er wird eigentlich mehr am Rand erwähnt. Das ist ungerecht, und ich möchte versuchen, das ein wenig aufzubrechen. Warum ist er interessant? Interessanterweise hat die Populärkultur ihn durchaus auch als jemand entdeckt, der es wert ist, rezipiert zu werden. Es gibt, was ich auch nicht wusste, aber sehr interessant fand, ein Römische Bürgerkriege-Quartett im englischsprachigen Raum. Und dort ist er als eine Figur gesetzt, Quintus Sertorius. Leider ist er unter Julius Caesars Bürgerkriege eingeordnet. Es kommt chronologisch nicht ganz hin, er war etwas früher, aber immerhin, und er ist auch noch ikonografisch richtig als Einäugiger dargestellt. Das hat auch noch eine besondere Bewandtnis in der Forschung, auf die komme ich gleich. Er zählt zu den berühmten Einäugigen in der Geschichte, und da gibt es tatsächlich Aufsätze zu. Kurz zum Aufstieg, damit wir ihn ein wenig verorten können. Quintus Sertorius entstammt dem Ritterstand, das heißt, in Rom ist das der Stand unterhalb des konsularen Senatorenstandes.
und er ist ein Homo novus. Das bedeutet, dass keiner von seinen Vorfahren jemals eine hohe Position im Senat bekleidet hat. Diesen Homi Novi wurde immer das Leben etwas schwer gemacht und der Aufstieg wurde manchmal etwas schwer gemacht. Aber Sertorius bewährt sich früh als Militär und wird dann gestoppt von Cornelius Sulla. Im Jahr 88, 87 wohl verhindert Sulla seine Wahl zum Tribunen. Das ist genau die Situation, in der Rom schon ziemlich gespalten ist zwischen verschiedenen politischen Gruppierungen, einerseits Sulla, andererseits seine Gegner. Und nun ist das wohl das Zünglein an der Waage, dass sich Sertorius, für den wir vorher keine wirkliche Ausrichtung politischer Art festmachen können, entscheidet. Und als es zum Bürgerkrieg kommt zwischen Sulla und seinen Gegnern, Marius und Cinna, entscheidet er sich gegen Sulla bzw. für Marius und Cinna in den Jahren 86 bis 83 vor Christus sind sie diejenigen, die die Hoheit über Stadt Rom innehaben und er schließt sich ihrer Regierung an, bekleidet da eine Führungsposition und bekommt dann für das Jahr 83-82 auch als einer der führenden Vertreter eben ein Prätorenamt für die Provinz Spanien mit dem prokonsularischen Imperium zugewiesen. Was bedeutet das? Das bedeutet, der Prätor, der Statthalter, ist normalerweise rangmäßig unterhalb eines Konsuls anzusiedeln. Wenn man ein prokonsularisches Imperium hat, dann bedeutet das, man kann mit den Kompetenzen eines Konsuls in administrativer und auch in militärischer Hinsicht, also das bedeutet eben für die Steuererhebung, für die Rechtsprechung und so weiter in dieser Provinz der Statthalter sein. Es ist nun ganz schwierig mit der Quellenlage zu Sertorius, da wir nur in literarischer Hinsicht die Sprachregelung seiner späteren Bezwinger haben, die ganz negativ über ihn urteilen. Das werde ich noch zeigen. Aber wir haben tatsächlich auch zeitgenössische Quellen aus seinem Lager, möchte ich es mal nennen, die bestätigen, dass er dieses prokonsularische Imperium hat. Und das sind diese komischen Klumpen, die Sie vielleicht am Anfang in meiner Eingangsfolie gesehen haben. Das sind sogenannte Glandes. Das sind Schleuderbleie oder Bleieicheln nach der Form genannt. Und das ist ein gängiges Mittel in den Heeren gewesen schon seit der griechischen Antike. Wir haben das etwa bei Thukydides schriftlich bezeugt. Und diese Schleuderbleie sind oft für uns ganz interessante zeitgenössische Quellen, da Inschriften, Einritzungen sich auf diesen Schleuderbleien befinden, wo die verschiedenen Lager, die Soldaten aus den Lagern eben teilweise auch ihre Gemütslage uns schildern. Es gibt da einige Dinge, die sind so obszön, dass sie bei Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Artikeln im Lateinischen unübersetzt wiedergegeben werden. Also das lohnt sich teilweise richtig, dann mal Latein zu können, um diese Glandes-Inschriften zu entziffern. Das hier ist harmlos. Wir sehen, das ist die Abkürzung von Quintus Sertorius Proconsul, zeigt uns aber, er hat dieses prokonsularische Imperium inne gehabt. Das ist für uns ganz wichtig und ich muss leider bedauernd hinzufügen, es sind die einzigen Quellen, das ist die einzige Quellengattung zeitgenössischer Art aus seinem Lager. Aber immerhin. Hier ist ein Bild zur Technik des Einsatzes von Glandes, ist zwar etwas später als Sertorius. Wir sehen, der Soldat hat diese Glandes in einer Schleuder, aber das war wohl durchgehend so, dass das so verwendet wurde. Aus Sertorius' Zeit haben wir leider keine Abbildung. Nun hat Sertorius, wie gesagt, Spanien oder Teile von Spanien als Statthalter unterstellt bekommen. Es ist umstritten, ob es eben Hispania Citerior oder Hispania Ulterior war oder beide zusammen. Da können wir keinen Aufschluss geben. Es ist auch nicht weiter wichtig für uns, dass er dieses Amt erstmal antritt und rüberreist. 82 vor Christus kommt es aber zum Wendepunkt in Sertorius' Geschichte, die ihn dann erst eigentlich auf den Weg bringt, warum er für uns jetzt für den Vortrag heute wichtig ist. Sulla, der Gegner von seiner Faction, erobert Rom zurück und kaum hat er es blutig eingenommen, schreibt er sämtliche seiner politischen Gegner auf die Proskriptionslisten. Sertorius soll einer der ersten gewesen sein.
diese Proskriptionslisten bedeuten, dass man im modernen Ausdruck für vogelfrei erklärt wird. Das heißt, öffentliche Namenslisten werden angeschlagen. Dort ist die Tötung oder Ergreifung von der Person mit einer hohen Belohnung ausgesetzt. Man verliert sein römisches Bürgerrecht. Enkel und Söhne dürfen keine römischen Ämter bekleiden. Man verliert seinen Besitz und ist, wie gesagt, für jeden dann habbar, ermordbar gemacht. Sertorius also ist einer der vielen von Sullas politischen Gegnern, die auf den Proskriptionslisten landen, und er schickt einen neuen Prätor, Sulla, der für Spanien bestellt ist, aus, Sertorius zu ersetzen. Sertorius flieht vor diesem Prätor nach Mauretanien. Dort trifft er verschiedene Händler, wird gesagt, die ihm sagen, sie wüssten, wo die Inseln der Seligen sind, und er soll angeblich überlegt haben, ach, warum soll ich mich jetzt mit Bürgerkrieg belasten, ich möchte lieber auf die Insel der Seligen. Das ist eine sehr umstrittene Quellentradition. Es wird vermutet, dass er Lust, der es uns auch überliefert, da seine eigene Eskapismusfantasie reinprojiziert hat. Warum ich das aber überhaupt erwähne, ich halte es auch nicht für historisch. Es wird aber wichtig für den Zusammenhang nachher. Nehmen Sie es als Cliffhanger, es wird noch spannend mit den Inseln der Seligen. Er kehrt auf jeden Fall nach Spanien dann zurück und nimmt den Kampf gegen das sullanische Regime auf. Zurückgeholt wird er, wie man uns in den Quellen sagt, von lusitanischen Einheimischen, Verzeihung, indigenen Ethnien, die den neuen Prätor offensichtlich fürchten und Sertorius, der bereits in Spanien gewesen ist, lieber mögen. Was dahinter steckt, ist aber, wie uns sogar die Quellen sagen, das Politische, nämlich Exilrömer sind vor allen Dingen auch daran interessiert, Sertorius bei sich zu haben, und er wird im Folgenden dann in der Basis Spanien ein Zentrum des Widerstandes gegen das sullanische und das nachsullanische Regime in Stadt Rom entzünden. Hier sehen wir die Kriegsschauplätze, ganz wichtig eben, Spanien ist für ihn die Basis für einen innerrömischen Kampf. Er hat Erfolge, man hat in der stadtrömischen Faction große Schwierigkeiten, ihn zu besiegen. Erst im Jahr 73, 72, das Todesdatum ist umstritten, fällt er dann durch ein Attentat aus eigenen Reihen. Hier haben wir eine sehr schöne Radierung aus dem 19. Jahrhundert, und er soll rücklings, meuchlerisch beim Bankett, das ist ja auch wieder so ein Topos, ermordet worden sein. Auf jeden Fall, erst dann kann man den Sieg einfahren auf Seite von der nachsullanischen Regierung. Jetzt ist für uns das Problem, was ich schon angeschnitten habe, dass wir an literarischen Quellen wirklich nur die Sicht der Dinge haben, wie sie uns eben die Bezwinger von Sertorius mitgeteilt haben. Und die haben sich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich tief ins kulturelle Gedächtnis eingeschrieben. Denn unter anderem Sulla hat selber Kommentarii verfasst und auch von seinem zweiten Gegner Pompeius Magnus sind einige wirklich sehr gute Freunde unter Historiographen gewesen, die entsprechend negativ über Sertorius geurteilt haben. Das heißt, was wir dort haben, ist die verzerrte Sicht von den Freunden der Feldherren Pompeius Magnus und Caecilius Metellus Pius. Da konnte ich leider nur eine Münze zeigen, wir kennen kein Porträt. Aber diese Herrschaften haben ziemlich darauf eingewirkt, was wir nun über Sertorius in den Quellen vorfinden. Das sind unsere Hauptquellen. Sallust, der ist eine Ausnahme. Sallust hat es nicht gehalten mit der optimatischen Faction der Sulla und die nachsullanische Regierung zum größten Teil angehörten. Sallust hat es mit Caesar gehalten und der Gegenströmung der Popularen. Deswegen finden wir bei ihm ziemlich positive Elemente über Sertorius. Allerdings muss man bei Sallust hinzusagen, es geht wohl weniger darum, Sertorius hochleben zu lassen. Es geht vielmehr darum, um eine Abrechnung mit den Optimaten seiner Zeit.
Dann haben wir Livius, der uns ein sehr ambivalentes Bild in augusteischer Zeit vermittelt. Er hat wohl beide Traditionen miteinander vermengt. Und wie das in der antiken Historiografie häufig so ist, das versucht man zu rationalisieren, wenn man zwei verschiedene Traditionen, eine gute und eine schlechte hat. Was rauskommt, ist, dass man ein Dekadenzschema entwickelt. Zuerst war er gut, dann kommt die Hybris und dann entartet er. Und genau das hat Livius gemacht. Appian, der noch wesentlich später ist, führt das dann fort und simplifiziert das. Das ist einfach nur noch negativ, das Sertorius als Tyrann. Plutarch, der die eigene Vita schreibt, glänzt wieder, wie es Plutarch leider immer tut, mit einer kruden Ambivalenz, indem er die positiven mit den negativen Traditionen wirklich wild durcheinander mixt und offensichtlich teilweise gar nicht erkennt, dass es nicht miteinander kompatibel ist. Aber das ist leider ein Charakteristikum von Plutarch. Das ist also unsere Quellenlage, literarische Quellen, mit denen wir jetzt leben müssen. Die Schlüsselrolle, die eben die Bewertung von Sertorius in der negativen Sprachregelung durch die Sieger prägt, ist, dass sie einen Triumph über ihn gefeiert haben. Der römische Triumph war für einen römischen Feldherr und seine Familie das Ereignis schlechthin. Ein höheres symbolisches Kapital konnte man nicht einfahren. Ganz wichtig für jemanden, einen Triumph zu feiern, es wird in der Familiengeschichte immer wieder daran erinnert und hochgehalten. Und man möchte unbedingt einen Triumph feiern als siegreicher Feldherr. Und sie feiern einen, nämlich ex Hispania. Wir haben aber ein großes Problem. Über Bürgerkriegssiege durfte man normalerweise nicht triumphieren. Das war absolut nicht comme il faut. Man hatte römische Mitbürger, na gut, die waren jetzt als zum Hostes erklärt worden, aber trotzdem hatte man Römer besiegt und das schloss die Ehre eines Triumphes eigentlich aus. In der späten römischen Republik ist es aber kein Einzelfall, dass tatsächlich über römische Bürgerkriegssiege trotzdem Triumphe gefeiert wurden. Man machte das so, dass man einfach ummünzte, wen man dort bezwungen hatte und sich auf die auswärtigen Mitteilnehmer konzentrierte. Deswegen wird Spanien, das ja eigentlich nur die Ausgangsplattform für Sertorius ist, zu dem entscheidenden Schlüsselelement. Das heißt, man münzt es um. Eigentlich hat man ja gegen die Iberer triumphiert. Jetzt muss man nur noch versuchen, den anderen römischen Mitbürgern klarzumachen, dass der Anführer eigentlich auch schon kein Römer mehr gewesen ist und die, die ihn unterstützt haben, eigentlich auch nur eine Horde wild gewordener Barbaren gewesen ist. Und genau das passiert in der Darstellung von Sertorius, in der Sprachregelung seiner Gegner. Er wird entromanisiert oder zuerst mal totgeschwiegen. Plinius hatte ein sehr interessantes Zeugnis. Er berichtet uns von Inschrift eines verlorenen Siegesdenkmals, eines Tropaion von Pompeius in der Höhe der Pyrenäen. Pompeius brüstet sich, er habe 876 Städte unterworfen. Sertorius erwähnt er dabei nicht. Das findet Plinius großmütig. De facto ist Plinius selber großmütig, denn Pompeius hat gewichtige politische Gründe zu verschweigen, dass er über einen anderen Römer triumphiert hat. Wo da nicht mehr geschwiegen werden konnte, wurde, wie gesagt, die Taktik angewandt, sich auf die helfenden Nicht-Römer zu konzentrieren und zu versuchen, diesen Krieg, den man führt, als einen Krieg nicht gegen Römer, sondern gegen Barbaren darzustellen. Florus sieht das Ganze auch ziemlich sachlicher. Die siegreichen Feldherren Metellus und Pompeius wollten es lieber als einen auswärtigen Sieg, denn als einen Bürgerkrieg erscheinen lassen. Aus gutem Grund. Die Hervorhebung und Abwertung der iberischen Truppenteile erfolgt in unseren literarischen Quellen nach dem gängigen Muster der Abwertung von Barbaren. Sie seien wilden Tieren ähnlicher als Menschen, hören wir bei Justin, der Trogus aus dem 1. Jahrhundert vor Christus als Quelle hat. Sie seien wild, roh, triebhaft, grausam, hinterhältig, undiszipliniert und wankelmütig. Das ist Plutarch in der Sertorius Vita, es ist Strabon. Abergläubisch, leicht zu beeinflussen, primitiv, naiv. Und der Gruß geht an Cordula und an Sebastian. Dann haben wir auch noch einige iberische Anhänger des Sertorius als Kannibalen. Das ist schon der Blick auf die Kannibalenkonferenz.
Und da hören wir dann von Valerius Maximus, die seien ja noch weniger als Tiere. Das ist nun durchaus die typische Barbarentopik. Und jetzt ist wichtig zu sehen, dass diese Topik unbedingt auf Sertorius und dessen Anhänger übertragen werden muss, um sie zu entromanisieren, um im kulturellen Gedächtnis zu erklären, nein, wir haben doch nicht gegen andere Römer gewonnen. Die Stilisierung des Sertorius zum Anführer von diesen schlimmen Barbaren erfolgt so, dass man eigentlich so gut wie ausblendet, dass er mit Exilrömern auch zusammen und römischen Truppen, und zwar nicht wenigen, das erläutere ich noch, gegen andere Römer kämpft, sondern man fokussiert sich eigentlich wirklich nur auf seine iberischen Truppen, die er eigentlich als Auxiliartruppen nimmt. Aber es wird so dargestellt, als habe er sich von ihnen beeinflussen lassen und sei zum Anführer von Barbaren gegen Rom geworden, der mit unrömischem Stil nach Räuberart gekämpft habe. Hier haben wir das in der Pompeius Vita. Und da sehen Sie mal, je nach Vita, wer das gerade sein Held ist, setzt Plutarch auch die Akzente. Weitere Negativaspekte sind, wenn man dem guten Sertorius übel wollte, Verbindungen zu kilikischen Piraten soll er in seiner Zeit da, als er nach Mauretanien gegangen ist, unterhalten haben. Das ist nun fürchterlich problematisch. Was sollen diese Piraten sein? Die tauchen in der Überlieferung immer dann auf, meistens, wenn man einen Gegner damit diskreditieren kann, beziehungsweise wenn man sie selber besiegen kann, dann ist es positiv. Wenn sie mit einem politischen Gegner irgendwas zu tun haben, ist es negativ. In der Forschung wird vermutet, dass es sich tatsächlich nur um Händler gehandelt hat, die dann eben zu Piraten umstilisiert werden. Auf jeden Fall wird es gegen ihn gekehrt. Noch viel schlimmer: Verhandlungen mit einem von Roms Erzfeinden schlechthin. Da muss ich sagen, Gott sei Dank hat er verhandelt. Das gibt mir die Gelegenheit, eine der schönsten Münzprägungen überhaupt zu zeigen. Das ist eine Tetradrachme von Mithradates VI. Von Pontos. Das ist jemand, der den Römern arge Schwierigkeiten bereitet hat und der deswegen noch weitaus verrufener und so schlimm in der römischen Sprachregelung wegkommt, dass man wieder einen eigenen Vortrag darüber halten müsste. Auf jeden Fall ist er in Verhandlungen mit Sertorius getreten. Wir hören da von verschiedenen Schilderungen. Der soll angeblich eine ganze Provinz Asien an Mithradates versprochen haben oder nur Teile da von Kleinasien in Entsendung von Schiffen, die aber nie eintreffen, und von Geldern, von denen wir irgendwie auch nichts hören. Die ganze Sache ist sehr windig. Es lässt sich nicht wirklich verifizieren, dass da mehr gewesen ist als diplomatische Kontakte, aber wie gesagt, sprechend ist, dass gerade bei Appia, in der die negativste Sertorius-Sicht überhaupt hat, von diesem festen Bündnis unter landesverräterischer Abgabe von Asia zu lesen ist. Das sind alles Dinge, die eben gegen Sertorius gekehrt wurden. Zudem schlägt es ins Feld, dass er sein römisches Bürgerrecht verlor und als Hostes eben verdammt wurde. Das ist zwar ein shabby Slogan, born of civil war, wie Philip Spann völlig richtig in seiner Sertorius-Monographie schreibt. Dennoch war es gut, wenn man jemanden als unrömisch diskreditieren wollte, das als Grundlage zu haben. Und wenn wir uns mal angucken, was mit Römern passiert, die im Bürgerkrieg unterliegen und in einer auswärtigen Operationsbasis operieren, vielleicht auch noch Bünde mit anderen auswärtigen Gegnern haben. Ich sage nur das Beispiel Marcus Antonius gegen Octavian. Dann wird uns klar, was mit unrömisch stilisieren gemeint ist. Nun gucken wir uns die Forschung an. Da herrscht ebenfalls Ambivalenz und vieles scheint sich direkt aus den Quellen abzuleiten mit ihrer sehr problematischen Sprachregelung. Wir haben da einerseits, und leider muss ich jetzt Helmut Berbe zitieren, aber er ist ein wichtiger Step in der Forschung, Sertorius als ein nach Militärmonarchie in Spanien strebender Häuptling, Räuberhauptmann und Landesverräter. Auf der anderen Seite ist die Verklärung von Sertorius ein republikanischen Prinzipien anhängender Rebell gegen die sullanische Willkür.
Da muss man sagen, wenn man mal sieht, wie die Methoden von Marius und Cinna im Bürgerkrieg waren, sollte man nicht da mit zweierlei Maßen messen. Dann auf Seiten der Spanier, ganz wichtig, dort wird er zum Dux Ibericorum verklärt, als Vorkämpfer der iberischen Befreiung von Rom. Das ist ein Strang, der ziemlich stark ist in der älteren spanischen Forschung, der im Moment in der spanischen Forschung nicht mehr gesehen wird. Wir haben ihn aber teilweise noch in der deutschen Forschung so bezeichnet, Raband von Heling, Sertorius als iberischen Insurgenten. Zudem haben wir jetzt die neueste These, Sertorius sei ein fremdbestimmtes Werkzeug der Lusitaner im Freiheitskampf gegen Rom gewesen. Also so andersrum geht es auch. Die sind alle an sich problematisch, diese Thesen. Ich werde jetzt auch gleich noch aufzeigen, warum. Vieles an diesen Thesen des Vorkämpfers gegen Rom für die Lusitaner, und die sind das Freiheitssymbol für dieses römische Spanien überhaupt, sowohl in der Antike als auch in der Moderne, ist Viriathus. Der war nämlich tatsächlich ein lusitanisch-stämmiger Rebell, der in den Jahren 147 bis 139 gegen Rom gekämpft hat, und er wird eben oftmals als Folie genommen. Er wird auch dann, er endet ähnlich wie Sertorius, und da sieht man die Parallelen. In der spanischen, in der Populärkultur, vor allen Dingen auch in der spanischen, wird Sertorius weiterhin, nicht in der Forschung, aber in der Populärkultur weiterhin als Vorkämpfer der spanischen Freiheit gesehen. Das sehen wir ja an diesem Buchtitel, und er ist derjenige, der kämpft und so weiter und so fort. Vielleicht findet man es auch bei Wikipedia, das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber es könnte schon sein. Und jetzt kommen wir zum Esoteric Turn. Das ist natürlich ein Späßchen, aber das ist die interessanteste These von allen, nämlich die Schamanenthese aus den 70er Jahren. Ausgangspunkt die schon erwähnte Kriegsverletzung, die zu einem Augenverlust des armen Sertorius führte. Und das hat ja auch Hannibal erlitten, der ist ja auch einäugig. Und nun haben wir da eine These, die auf dieser Einäugigkeit aufbaut. Sertorius habe sich gegenüber den keltischen und den keltiberischen Truppen nämlich zum Schamanenkämpfer stilisiert, als wiederkehrender Hannibal, weil er das eine Auge nur hatte. Und zwar angelehnt an einäugige keltische Kriegsgottheiten. Ja. Ich lasse das jetzt mal stehen. Die These geht weiter und wird noch besser. Das kann ich versprechen, und dann kläre ich sie auf. Was wir an Sertorius Selbstdarstellung sehen, jetzt leider ist es jetzt nicht so schön bunt, sondern es sind wieder diese Glandis, aber wie gesagt, sind das die einzigen, die wir haben für sein Lager, sehen wir nicht, dass er irgendwie sich als iberischer Insurgent oder lusitanischer Freiheitskämpfer da geriert. Er ist offensichtlich im Bewusstsein vertreten, immer noch der Vertreter der legitimen römischen Regierung zu sein. Und zwar in einer Zeitschleife, denn diese Regierung wurde von Sulla abgesetzt. Er meint Marius und Cinna. Unter deren Regierung wurde er zum Prätor bestellt. Nun hat der Bürgerkrieg aber diese Wende gebracht für Sertorius und die Seinen, die ihn unterstützen, das sind Senatoren bei ihm. Ist die Zeit eingefroren? Was dort in Rom jetzt herrscht, ist für sie die illegitime Regierung. Die zählt nicht. Sie wollen so lange kämpfen, bis sie wieder die rechtmäßigen Zustände in ihren Augen herbeigeführt haben, und dann können sie in Rom wieder ihre Posten einnehmen. Das Problem an der Sache, und er macht es hier, Quintus Sertorius, Prokonsul und so weiter, ist, dass man in Rom die Sache genau umgekehrt auch so sieht. Sie sind nämlich die legitime Regierung, die sullanische und die nachsullanische Regierung. Und das, was Sertorius und die Seinen dort machen, ist die illegitime Handlung der illegitimen, von ihnen abgesetzten Regierung. Wir sehen auch, dass die Frage nach Recht, wer hat hier Recht und wer hat hier um Gottes Willen Unrecht, in so einer Bürgerkriegssituation nicht gestellt werden kann. Zu Recht wird sie deswegen in der neueren Forschung auch nicht gestellt. Wer hier Recht hat, ist eine Frage der militärischen Durchsetzungsmöglichkeit gewesen und eine Frage der Perspektive. Ganz wichtig nun in der Abwertung von Sertorius als ein spanischer Häuptling ist eine bestimmte Geschichte, die für seine Selbstinszenierung schlüsselhaft ist.
Sertorius und das weiße Hirschkuhkälbchen. Ich habe tatsächlich ein sehr schönes Foto gefunden. Dieses Hirschkuhkälbchen wurde ihm zu einem unbestimmten Zeitpunkt von einem Lusitaner aus dem Volk, wie es so schön bei Plutarch heißt, geschenkt. Zuerst soll sich Sertorius gar nicht so gefreut haben, aber dann hat er es gezähmt und das kleine weiße Tierlein ist ihm überall hin nachgelaufen. Es wurde zum Maskottchen seiner Truppen und da ist ihm die Idee gekommen, es für eine besondere Inszenierung zur Selbstdarstellung zu nutzen. Er hat nämlich verbreiten lassen, dieses Tierlein sei ein Geschenk der Göttin Diana, Hirschkuh ist ihr Symboltier, mit Orakelfunktion. Weißen Tieren wird oft Orakelfunktion nachgesagt. Sie, dieses kleine Kälbchen, würde Botschaften der Diana ihm im Traum vermitteln. Zum Beispiel, wie er den Feind angreifen muss und was der Feind als nächstes plant. Und er hat das dann auch so gemacht, dass er das Kälbchen dann zu sich hat laufen lassen, wenn er schon vorher einen Sieg durch Spione hat erfahren von seinen Truppen. Und dann hat er so getan, als würde ihm das Kälbchen das vermitteln, hat gesagt, wir haben gerade gesiegt, das Kälbchen hat es uns gesagt. Und es wird nun so dargestellt, dass die Lusitaner in ihrer abergläubischen Einfalt ganz begeistert gewesen seien, ihn für halbgöttlich gehalten hätten. Und das hat wirklich gut funktioniert mit diesem Kälbchen. Diese Geschichte hat gerade in der Rezeption einen großen Impact gehabt. Wir sehen, dass sogar im Kinderbuch Sertorius aufscheint. Und wenn er dieses Hirschkuhkälbchen nicht gehabt hätte, würde er wahrscheinlich niemals der Protagonist in einem Kinderbuch sein. Hier hat offensichtlich das Hirschkuhkälbchen was Böses gemacht. Er schimpft es. Es ist dennoch nicht sonderlich beeindruckt und leider ist es auch nicht weiß. Aber immerhin ist es auf dieser Militärzeitschrift und ja, bezeichnenderweise ist es eine spanische. Da steht er mit seinem Hirschkuhkälbchen im Arm. Also hier haben wir ihn wirklich, ja, mit seinem Symboltier. Und ganz interessant, dieses Wappen da unten ist aus einem, ja, militärischen Online-Spiel. Da kann man als Avatar verschiedene Feldherren nehmen und sich in deren Truppen mischen. Und kann man unter dem Wappen von Sertorius kämpfen. Der ist erkennbar anhand von diesem Hirschkuhkälbchen. Die Meinung nun der antiken Autoren zu dieser Inszenierung mit dem Kälbchen. Plutarch sagt, es wäre ein Kunstgriff gewesen, um eben diese abergläubischen Barbaren da, die Iberer, die Lusitaner, vom göttlichen Nahverhältnis zu überzeugen. Er will sie eben leichter instrumentalisieren können. Appian macht immer noch das Negativere draus. Ja, der abergläubische Sertorius hat das selbst geglaubt und deswegen haben er total seinen Feldherrenfähigkeiten geschadet. Die Meinung der Forschung, und da muss man sagen, leider ist sie nicht viel anders gegenüber den antiken Quellen. Herr Africa, the simple barbarians were duly impressed. Mr. Spen, der eigentlich wirklich gute Arbeit leistet, nennt es aber auch eine zynische Farce, um die indigene Abergläubigkeit auszunutzen und noch schlimmer, ein machtvolles Werkzeug, um eben diese, ja, abergläubischen und ungezähmten Leute da auf seine Seite zu bringen. Esoteric Turn 2, der Weg des Schamanen. Habe ich Ihnen versprochen, es wird noch besser. Die Schamanenthese, nun hat das kleine Hirschkuhkälbchen mit eingebunden und zwar folgende Formel entwickelt. Einäugigkeit mit der weißen Hirschkuh, mit der Story über die Insel der Seligen, und hier kommt sie wieder, ergibt einen Schamanen mit seinem Seelenführer, das ist das kleine Kälbchen, und dem Jenseits, das sind die Inseln der Seligen. Bedeutet im Umkehrschluss, Sertorius ködert die abergläubischen Kelt-Iberer mit der Aussicht auf den sicheren Weg ins Paradies nach dem Tod. Deswegen folgen sie ihm willig und lassen sich von ihm verheizen. Das ist die These. Das sind die Probleme und die Einwände dagegen. Erstens schon mal haben wir da wirklich die kulturelle Außensicht übernommen, und zwar die römisch-griechische Außensicht auf die Bevölkerung in den Teilen von Spanien, in denen Sertorius kämpft. Was bedeutet bitte Kelt-Iberer?
Wir wissen nicht, wie hoch der keltische Einschlag in Lusitanien ist. Es sind verschiedene Ethnien und die möchten sich ganz bestimmt nicht alle als eine bestimmte Art von Keltiberern einordnen lassen. Das geht nicht. Also dass die Keltenforscher, die bekommen einen Herzinfarkt, wenn man das so auf die aufstaffelt. Das geht nicht. Dann, diese Göttin, die mit dem Hirschkuhkälbchen verbunden sein soll, an das die Keltiberer eben geglaubt haben und dass der den Weg zu Jenseits weisen kann. Es ist nur als ist eine Diana, so wird es uns in den Quellen vermittelt. Welche keltiberische Göttin soll das sein? Wir wissen nichts Sicheres darüber, welche damit gemeint ist, und wenn wir es wüssten, wäre nichts gewonnen, sagt Herr Ehrenberg lakonisch. Und man muss sagen, er hat recht. Dann müssen wir überlegen, was wusste denn der Sertorius überhaupt über diese Kulturen? Er war zwar als Militärtribun seiner Zeit zuvor schon mal in Spanien gewesen, aber er war ständig in Kriege vermittelt und alles, was wir wissen, ist, dass er als römischer Militär Umgang mit gegnerischen Ethnien hatte. Warum er da viel von der Kultur lernen sollte, wissen wir nicht, und wann er das gemacht haben soll, wissen wir auch nicht. Das heißt, man muss vorsichtig sein. Drittens haben archäologische Forschung, und die haben wirklich schwer geforscht in Lusitanien, keinerlei Hirschkühe in kultischer Funktion, die da vergleichbar mit diesem Orakelkult wäre, gefunden. Das ist viel eher der Stier, wie man sich auch denken kann. Gucken wir deswegen mal weg von dieser Sprachregelung, die versucht unbedingt aus Sertorius einen spanischen Häuptling zu machen, und versuchen zu sehen, was wäre denn, wenn wir ihn mal als Römer sehen und nicht irgendwie als diesen unrömischen, zum Barbaren entarteten Gegner von Pompeius und Metellus. Und da kommen wir auf den Trichter, dass er vielleicht die römische Diana gemeint haben kann, die in seiner Heimat im Samnium ein wichtiges römisches Heiligtum hat, das auch noch gerade zu seiner Zeit unter Sulla eine besondere Aktualisierung und Aufwertung erfahren hat. Nach einem Sieg hat Sulla dort nämlich Diana öffentlich und ziemlich plakativ eine Ehrung erwiesen. So könnte er doch die römische Diana gemeint haben. Sertorius nun adressiert ja nicht nur die indigenen iberischen Truppen. Er hat eine multikulturelle Armee. Er muss auch seine Führungsschicht aus Exilrömern in seiner Selbstdarstellung adressieren. Er muss die römischen Truppen, die sie mithaben, die er mitgenommen hat, adressieren. Zudem die römischen Siedler und Soldaten, die vorher schon in Spanien vor Ort waren und die ihn ja auch mit zurückgeholt haben. Zudem ist es wahrscheinlich für ihn wichtig, auch Sympathien in Stadt Rom selbst beim römischen Gegner oder bei wankelmütigen Römern zu sammeln und sich an sie zu wenden. Und da ist ein Zeugnis von Sallust, leider ein ganz fragmentarisches, ganz interessant, der uns sagt, da wäre eine römische Hetzkampagne gegen jemand, der sehr beliebt sei, in Stadt Rom lanciert worden. Und viele meinen, dass da wäre Sertorius mit gemeint. Und wir wissen von Briefen, die von wichtigen Leuten aus Stadt Rom an Sertorius geschrieben wurden. Das heißt, er hat Kontakte zu Regimekritikern in Stadt Rom gehabt. Warum sollte er bitte nicht sie adressieren? Natürlich auch die indigenen Truppenteile. Er muss alle adressieren, aber bestimmt nicht hauptsächlich. Und wie kann er die Römer ausschließen? Das Zeugnis der Glandesen, hier haben wir sie wieder, bestätigt, dass er offensichtlich ein Statement auch setzte gegen seine römischen Gegner, indem er genau deren Werte für sich in Anspruch nahm. Wir haben hier ein ganz interessantes Zeugnis. Er kämpft ja gegen den einen Konsul Metellus Pius, der auf seiner Münzprägung auf dem Aves die Pietas, diese römische Tugend, schlechthin prägt. Und nun sehen wir auf den Glandes von Sertorius auch Pietas, das heißt, er sagt, die Pietas vom Gegner, die ist nicht recht, das ist die illegitime Regierung. Ich vertrete Pietas, ich bin der legitime Amtsträger. Interessanterweise nun lehnt er sich mit dieser Selbstdarstellung als individueller Göttergünstling für Rom, als Günstling der Diana, an
den guten Gegner Sulla an. Warum? Sertorius war Homo Novus. Wie gesagt, fehlen ihm konsularische Ahnen und die sind normalerweise das Prestigeobjekt für einen römischen Feldherrn der späten Republik schlechthin. Mit ihnen und ihren Verdiensten, wie Triumphzügen, wie Siegen, konnte man wirklich punkten und deswegen wurde in der Familiengeschichte immer an sie erinnert. Sertorius hat das nicht. Das heißt, er fährt ein anderes Repräsentationsschema, nämlich die individuelle militärische Exzellenz, die er wirklich hat, von der Pike auf gelernt. Und die führt ihn zur individuellen göttlichen Begünstigung durch eben Diana, die Jagdgöttin, Jagdkrieg, eng verwandt, für Rom. Sein Vorbild ist Sulla, der sich als Liebling der Venus Aphrodite dargestellt hat. Interessanterweise ist bei beiden Herren früh ein Vater ausgefallen und sie suchen sich eine weibliche Göttin als Schutzpatronin. Da muss ich mal näher nachgehen, das finde ich interessant, aber es ist mir jetzt aufgefallen. In jedem Fall, das ist eine Prägung von dem Sohn von Sulla, sehen wir hier auf dem Avers eben die Schutzgöttin Venus Aphrodite, auf dem Revers sehen wir den Sulla auf der Sella Curulis, wie er einen Gefangenen entgegennimmt. Das ist ein großer politischer Erfolg für ihn gewesen. Warum nun Sulla? Sulla, könnte man denken, kommt ja aus einer bekannten Familie. Er hatte aber schon lange keine konsularischen Amtsträger mehr unter seinen direkten Vorfahren, die gezählt hätten. Also hat er auch dieses Schema instrumentalisiert oder er war sogar der Erste und hat gesagt, ich brauche keine Ahnen, ich klammere die völlig aus, ich bin derjenige welcher, Fokus auf mich. Ich bin der Göttergünstling, ich bin exzellent und deswegen werde ich durch Venus Aphrodite für Rom bevorzugt. Genau dieses Modell, ja, Ahnen werden ausgeklammert, der Scheinwerfer geht nur auf die Person, fährt nun Sertorius. Zu welchem Zeitpunkt? Ich bin der Meinung, zu einem gewissen Zeitpunkt, als er nämlich in Konflikt geriet mit einem jemand, der genau dieses andere symbolische Kapital der verdienten Ahnen hatte, nämlich Marcus Perperna. Marcus Perperna ist ehemaliger Statthalter Siziliens, auch von der Faction von Sertorius. Der wurde auch proskribiert von Sulla und er trifft nun mit 15.000 Soldaten. Er hat noch den Rest von Legionen von einem Aufstand zuvor mit sich in Spanien bei Sertorius ein und will ihn unterstützen im Widerstand gegen Rom. Perperna nun ist von hohem Rang. Er ist ein Nobilis und er hat genau das, was dem guten Sertorius fehlt. Großvater und Vater sind beide Konsul gewesen. Also der ist nun wirklich auch richtig im Lauf von seiner Ämterkarriere gewesen und wird nur durch die Proskription von Sulla ausgebremst. Wir hören, dass es wohl von Anfang an zu Rangkonflikten zwischen ihnen kommt. Sertorius ist Ritter. Er ist Homo Novus. Auf sowas sieht jemand wie Perperna herab. Er möchte gerne das Oberkommando übernehmen, das lässt aber Sertorius nicht zu. Perperna fügt sich wohl nur unwillig, weil er sich in der Provinz von Sertorius befindet. Beide müssen am gleichen Strang ziehen, wenn sie ihre frühere Position zurückgewinnen wollen. Nun kommt es aber zu diesem inneren Rangkampf. Konkurrenz des symbolischen Kapitals wird hier ganz wichtig. Wie ich es ausgeführt habe. Perperna punktet mit den Ahnen. Sertorius punktet mit der göttlichen individuellen Begünstigung. Ich bin der Meinung, weil es in den Quellen nicht geschrieben ist, wann diese Inszenierung mit dem Hirschkuhkalb einsetzt. Entweder setzt sie erst da ein, als Perperna mit seinen Truppen kommt und Sertorius sich unbedingt gegen ihn profilieren muss, weil nun der größte Teil seines Heeres aus den Truppen von Perperna besteht und die muss er für sich einnehmen. Oder es hat sich schon zuvor eben gegen seine Gegner eingesetzt und intensiviert sie da. Aber ich neige eher dazu, dass er sie ab da einsetzt. Das, was wir hören, was wir nun in den Quellen haben von dem Hirschkuhkälbchen, da wird es ausdrücklich bestätigt, dass es aus der Spätzeit von den Kriegen stammt, als Perperna nämlich mit seinen Truppen schon da ist. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, das Modell Sulla als Liebling der Aphrodite und er ist zugleich Sertorius politischer Gegner und Sertorius repräsentationspolitisches Modell. Das heißt, was man da wieder sehen kann,
ist, dass wir ganz vorsichtig sein müssen, für diese komplexen Sachverhalte in Kategorien wie das ist popular, das ist optimatisch, das ist barbarisch, das ist römisch zu pressen. Das heißt, wir müssen immer vorsichtig sein und uns hüten, irgendwelchen Sprachregelungen aus der Antike zu vertrauen. Vielen Dank.